So. Ist hier noch. Ich glaube, ich habe alles. Wenn ich mich. Hier ist nämlich unten. Da ist eine Sackgasse. Hier waren wir schon irgendwo. Hier ist schon wieder so ein Scheißblob im Weg. Danke. Ah! Das gibt's doch nicht! Blobball. So. Ich glaube, wir haben doch alles. Ah! Wir müssen irgendwie weiter nach links. Auch dicht. Hier geht's rein. Weg. Weg, weg, weg! Weg, weg! So, Dankeschön. Das war nix. Da hing eine Ratte. Hier geht's noch rein. Und wir kommen hier wieder raus. Das hat uns Zeit gespart und wir kommen hier rein. Fragt mich nicht, irgendwie ist das eine Krankheit oder so. Auf jeden Fall sind wir schon wieder im Knast gelandet. Öffnet sich leider nicht. Schlecht. Mal hier. Da öffnet sich. Oh, eine Spinne. Die ist wahrscheinlich mutiert. Verschlossen. Na gut. War zu erwarten. Ein Raptor, ein blauer. Und pass mal auf, hier ist was ganz Lustiges. Moskitobiss! Moskitobiss, Moskitobiss, Moskitobiss! Guck mal auf mein Leben. Tja, ich kann mich da umbringen in der Ecke. Was auch immer das sein soll, ich weiß es nicht. Fragt mich nicht, wer die Antwort hat, oder was mache ich da? Wer eine Antwort auf dieses komische Teil da in der Ecke weiß, der verrät mir das mal. Ich weiß es nicht, was das bringen soll. Außer, dass man sich hier dran heilen kann und mein Hund da schnüffelt und wenn ich jetzt wieder in die Ecke gehe und wieder drücke, Moskitobiss und ich nehme wieder Schaden. Ob da irgendwie so ein Trigger hingepackt wurde, den sie vergessen haben, ich weiß es nicht. Schon wieder ein Raptor, ein blauer Raptor. Da? Spinne. Ich wollte eigentlich gucken, wie der Raptor heißt. Ich weiß nur, dass auf der englischen Karte von VG Maps, was ich ja schon erwähnt habe, da steht der Bug in der Ecke. Das ist ziemlich zutreffend eigentlich. Deswegen. Oh, schon wieder so ein Ding. Wächtereinheit. Der darf erstmal sterben. Der haut ziemlich ordentlich rein diesmal. Wupp. Ist genug Nektar. Ach. Oh, da kommt nichts raus. Das haben wir das letzte Mal gelernt. Wir dürfen da rein. Ja. Alles für die Katze, wie man sieht. Aber nee! Hier ist alles ausgestorben. Das, meine lieben Damen und Herren, ist Terrorfels. War's doch, glaube ich, oder? Nicht, dass ich mich jetzt vertue hier. Sieht man zum Beispiel daran, hier ist kein Ausgang. Ja, das ist Terrorfels, oder beziehungsweise die andere Stadt. Betiteln wir erstmal so. Wo alle Leute abgehauen sind, um in die jetzige Stadt der Königin zu gehen. So sieht's ja aus. Genauso. Nur verdorrter, überall noch mehr Fässer und noch mehr Kisten und alles Mögliche halt. Und niemand mehr. Na, sagen wir fast niemand mehr. Das Inn hat trotzdem offen. Mehr oder weniger. Ist genug Honig. Ja gut, dann bleibt er da drinnen. Ach, ich nehme mir trotzdem mal. Freunde, pennt gleich. Scheint zweimal Honig drinnen zu sein. Ja, zwei Tropfen Honig. Okay. Sehr angartig. Na egal, bin ich voll geil. Für Waffen. Und da steht wer? Ein Koch oder so. Wen haben wir denn hier? Du bist weder aus Chaos Storm noch aus Terrafels. Richtig, ich bin aus Groß Astheim. Groß Astheim? Das ist ein seltsamer Name. Ist dir mein Name bekannt? Mein Name ist Snowflower. Kennst du meinen Sieg über Alphons?
Keine Ahnung. Ich weiß, ich bin schon nicht der Rückwärtsname, ne? Dann kennst du mich als großer Rennfahrer. Bahnhof Pizza? Mich den Gorilla bezwang? Welchen Gorilla? Nun, ist überflüssig zu sagen, aber ich war schon überall und habe alles gesehen. Nun habe ich mich mit meiner Frau Rosi in Terrorfels niedergelassen. Doch, Terrorfels, ha. Diese ganzen Rüstungen dir? Ja, ich handle damit. Ich verkaufe Waren, die ich in allen Jahren erstanden habe. Man kann davon leben, aber das Geschäft geht zurück. Es hängt damit zusammen, dass die meisten Leute nach Chaosdom gingen. Warum bist du nicht auch schon dort? Warum sollte ich? Dies ist meine Heimat. Ich gehöre hierher. Du scheinst in Ordnung zu sein, aber du bist schlecht ausgerüstet. Lass mich dich einkleiden. Wie kann ich dir helfen? Dann schauen wir mal. Drachenklaue. Was ist übrigens, was haben wir schon? Ritterhelm. Neonweste. Eigentlich eigenartig, dass die Neonweste besser ist als eine Goldrüstung, aber... Na gut, leichter auf jeden Fall. Decken wir uns doch gleich mal ein. Silberins wollen wir auch nicht. Hier, mein Freund, nimm diese prächtige Waffe als Geschenk von mir an. Ich fand sie vor langer Zeit im Dschungel auf dem Plateau. Bazooka! Unser Freund! Und Donnergranaten! Hurra, wir haben unsere Bazooka wieder. Ist das toll? Da, Bazooka. Und eine Donnergranate. Einen Schuss. Ah, Gnadenstoß ist das dann. Oh gut, rüsten uns aus. Oh, ich hab die Römertore noch. Neonweste, 73 gleich. 72, oh Gott. 65. Hallo Kleiner, schön dich wiederzusehen. Wie kann ich dir helfen? Verkaufen? Kann man den ganzen Rotz verkaufen, ja. Scheißegal, wie viel wir da wenig kriegen. Mit Drachen haben sie viel zu cool aus, um den zu verkaufen. Aber, naja. Reusring. Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen erleichtert. So, und jetzt kann der werte Herr sich beamen und sitzt auf einmal hier. Hallo Andi, schön dich wiederzusehen. Ich bereite mal zwei Geschäfte in diesem Haus. Es zahlt sich aus. Möchtest du übernachten? Nö. Ja, speichern schon. Adios. Na gut. Wie auch immer... Ja, ich leg meine Bazooka vorsichtshalber ab, sonst feuere ich meine russische Roulette-Kugel noch irgendwo hin und die brauchen wir ja noch, ne? Hier geht's hinter das Haus, irgendwo ist ein Eingang. Irgendwo geht's ins Haus rein, wo war das denn? Wo war das denn? Hier? Nee. Was ist das obere? Oberste. Na gut. Jo. Hallöchen, und hier ist sogar noch wer. Kalksteine. Essig. Der Alchemie-Handel wird so stressig. Ich werde mich zur Ruhe setzen. Du bist süß, Lana. Lass mich dir eine Formel geben. Ich dachte schon einen Kuss. Oh Gott. Du benötigst eine Eiche und zwei Tropfen Wasser. Tappenkraft. Führt Stufen, erhöht stufenweise die KP. Ja, das klingt viel toller, als es ist. Dadurch steigen, ja. Eine Heilung über Zeit. Sagen wir es mal so. Aber wo wir gerade hier im Menü sind, kann ich mal ein bisschen umsortieren. Also, Etappenkraft ist Rotz. Brauchen wir nicht. Was können wir denn mal nehmen? Energiesog, ne, Flucht, Hitze. Ich nehme mal Hitzeblitz wieder mit rein, statt die Bienenattacke. Ja, die bringt sie nur doch nicht so. Was können wir noch mal? Frischzellen, ne. Zauberbrücke brauchen wir nicht, Turbatrieb brauchen wir nicht. Tappenkraft brauchen wir nicht, Frischzellen brauchen wir nicht, Telekinese brauchen wir nicht, Schlammbombe brauchen wir nicht, Flucht nicht, Energiesog, Energieschild, Arnold, Säureregen, alles war gut. Passt so. Zutaten, oh ja, was hast du denn? Lehm? Wachs können wir ein bisschen kaufen. Wasser, Eicheln, ja, gib mal Eicheln. Überlegt, dass die 400 Krallen kosten? Ich bin... Kein knauseriger Geizhals, aber... Oh, hier ist sogar... Hier steht nichts vor der Tür, hier kann man so rein. Aber ne? Das ist wie die Euro-D-Mark-Umrechnung. Da wären da Knausern auch immer noch alle. Hier brauchen wir nicht aufpassen, dass uns irgendwie was durch die Lappen geht. Die Kiste hat sehr lange gebraucht, war der Kronleuchter eben noch aus. Ist der eben angegangen, wo ich die Kiste geöffnet habe? Ich kann es jetzt nicht sehen, aber im Video bestimmt. Da geht's nicht rüber. Ich will da rüber.
Ja. Fuck! Der hat bestimmt die Tür zugemacht oder so. Ah! Na, ist egal. Ich wette, dass wenn ich die Tür, die Truhe nicht aufgemacht hätte, dass ich darüber gekonnt hätte. Aber ist jetzt egal. So was Wichtiges kann da nicht drinne sein. Denn wir haben eigentlich schon alles und den Rest können wir noch holen irgendwann. Verarscht! Tja,